unseren Rechtsstaat zu unterminieren und die Unabhängigkeit unserer Justiz zu begraben. Unseren Rechtsstaat, die Errungenschaften unserer Demokratie, die auf den Erfahrungswerten aus der faschistischen Diktatur Nazi-Deutschlands basieren. Das alles ad acta zu legen, und das lassen wir hier heute und auch morgen und niemals zu. Was hier in Deutschland, in Landau, in Kandel, überall, auch in Chemnitz passiert, ist, dass eine kleine, demokratiefeindliche, menschenverachtende Minderheit alte Begriffe, altes Gedankengut neu besetzt. Es wird nicht mehr vom deutschen Volkskörper geredet. Nein, heute 73 Jahre nach Ende der Schreckensherrschaft wird zwischen Passdeutschem und Blutsdeutschem unterschieden. Was passiert, wenn sich das einbürgert und diese Minderheit immer lauter wird und wir schweigen? Das können wir in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Ich sage euch eins, Deutschland hat keine Flüchtlingskrise, aber Deutschland hat eine verdammt große Nazi-Krise. Und das muss man sich jetzt vorstellen, gerade mal 73 Jahre nach der Befreiung von Nazi-Deutschland, nach Zerschlagung des Vernichtungsapparates der Nazis, kommen sie hier wieder aus ihren Löchern gekrochen und versuchen, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und alles zunichte zu machen, uns unsere Menschlichkeit zu nehmen. Wir hier für die Opfer des Holocaust, wie vorhin auch schon mal gesagt wurde, Stolpersteine verlegt. Stolpersteine, die erinnern sollen an die Schreckenstaten, an die Opfer des Holocaust. Stolpersteine, die uns ermahnen sollen, uns daran erinnern sollen, was passiert, wenn die Mehrheit schweigt. Und diese kleine AfD-nahe Gruppierung hier missbraucht Stolpersteine für ihre widerliche Hasspropaganda, eine Verhöhnung der Opfer des Holocaust. Das ist die Relativierung des schrecklichsten Verbrechens der Menschheit. Und das rein aus Propagandazwecken und zeigt deutlich, wes geistigen Kind da drüben an der Ecke vorm Gericht steht. Die Leute da vorne zeigen heute ganz deutlich, jeden, der es sehen will, was sie wollen. Es geht ihnen darum, unseren Rechtsstaat zu zerstören. Es geht ihnen nicht um die Opfer von Gewalt, von Straftaten, um hier, wie sie alle heißen. Es geht ihnen darum, einen Unrechtsstaat zu schaffen, in dem Demokratiefeinde und Rassisten das Sagen haben. Einen Staat ohne persönliche Freiheiten. Ein Staat, in dem Menschen aufgrund ihrer Meinung, ihrer Abstammung, ihres religiösen Glaubens und ihrer Sexualität, ihre Wertigkeit als Mensch aberkannt bekommen und, wie die AfD mal so schön gesagt hat, entsorgt werden sollen. Da vorne stehen die wahren Feinde der Demokratie und die Feinde des Rechtsstaates. Es ist an der Zeit, das zu tun, was wir heute Abend hier tun. Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen gegen Rassismus. Wir müssen aufstehen gegen Menschenverachtung, gegen die Feinde unserer hart erkämpften Demokratie. Wir müssen unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat mit lauter Stimme bewahren. Wir müssen laut sein für Menschlichkeit. Wir fordern die Zivilgesellschaft auf, ihre Stimme zu erheben. Nicht nur heute, sondern jeden Tag überall im Land. Wir fordern die verantwortlichen Politiker auf, sich klar und deutlich gegen Rechts, gegen Hass und gegen rechte Gewalt zu positionieren. Sich wieder auf den antifaschistischen Grundgedanken unseres Grundgesetzes zurückzubesinnen und diesen zu verteidigen.